Ja, vielen Dank dafür, dass ich auch ein bisschen was über Mannheim erzählen darf. Stadtarchiv Mannheim Goes Malchivum, begleitende Social Media Aktivitäten und Netzwerkaktivitäten für eine neue Identität ist mein Thema. Und den Ausgangspunkt sehen Sie auch schon hier auf dem Bild, das Collini Center in Mannheim Mitte der 70er Jahre erbaut. Darin befindet sich das Stadtarchiv seit Mitte der 90er Jahre. Wir besetzen da zwei Stockwerke, haben ca. 12, 13 Kilometer laufende Akten, und ja, sind eigentlich ganz gut mit der Situation in dem Haus klargekommen, bis von Leichnam 2013, hat uns ein Unglück erreicht. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Schockfoto nach den ganzen Wohlfühlbildern, die wir hier hatten, zumindest aus archivarischer Sicht Schockfotos. Es gab einen Wasserrohrbruch im Haus und uns sind glücklicherweise nur die Lesesäle überflutet, nicht die Magazine. Gleichzeitig war das jetzt nun Anlass, auch andere Dienststellen waren betroffen, also die sind auch abgesoffen. Und gleichzeitig hat man festgestellt, die Fassade fängt ein bisschen an zu bröckeln, also nicht so, dass das Ganze einsturzgefährdet ist, aber wenn da Steine aus 30 Meter Höhe runterfallen und man läuft da unten vorbei und wird getroffen, ist das eben nicht gesund. Und daher hat die Stadt kurzfristig beschlossen, wir werden da ein Gerüst hinbauen und der schöne Turm ist seitdem eingerüstet. Das Ganze sollte nur eine kurzfristige Maßnahme sein. Wir sind jetzt im vierten Jahr und wenn ich Gerüstbauer wäre, dem das gehört, also dann würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten. Also der hat sich wirklich gesund gestoßen. Für uns war klar, dass wir nicht in dem Haus bleiben können. Die Stadt hat immer gesagt, ja, wir müssen raus, oder alle müssen raus, aber das Stadtarchiv ist das Problem. Aber in der Situation kam es zu einer guten Idee, die wir auch nicht so auf den Schirm hatten. Und zwar hat die Stadt einen Hochbunker vom Bund übernehmen müssen, aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Hochbunker, der 1940 gebaut wurde, dann in der Nachkriegszeit für Wohnungen gedient hat und in den 80er, 90er Jahren für Zivilschutzzwecke herangezogen worden ist, deswegen auch sehr gut im Schuss ist. Der wurde dann vom Bund abgestoßen, gab es einen Gerichtsprozess, weil niemand wollte das Gebäude. Man kann es ja nicht abreißen, das ist unter Denkmalschutz, man kann auch nicht so viel machen. Und dann gab es die Idee, wir tun das Stadtarchiv da rein. Also wir waren natürlich anfangs völlig skeptisch, haben gesagt, das geht überhaupt nicht, man sieht ja da auch keine Fenster da unten. Aber ein findiger Architekt hat dann vorgeschlagen, wir werden da zwei Stockwerke drauf machen. Und daraus ist dann jetzt die Idee geboren, diesen Bunker zu sanieren und zwei Stockwerke draufzusetzen, sodass wir dort einziehen können. Damit einher, mit dem Umzug einher, ging auch eine Aufgabenerweiterung des Stadtarchivs. Sie sehen links unsere alte Struktur, historisches Archiv, Zwischenarchiv haben wir und noch eine KZ-Gedenkstätte, die unter unserer Hoheit steht. Da sind jetzt ein paar Stränge zusammengelaufen. Also unser großes Museum, die Reichs-Engelhorn-Museen, haben ihren Fokus auf große internationale Ausstellungen gelegt und an der Stadtgeschichte kein Interesse mehr gehabt. Und dann war relativ schnell klar, das soll das Stadtarchiv machen künftig. Die haben ja jetzt Platz. Gleichzeitig gab es noch von uns initiiert und zusammen mit der Uni Mannheim durchgeführt eine große Studie zur Arisierung in Mannheim, wo ein 1000-seitiges Buch rauskam und das Buch ist tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe, war nach einer Woche ausverkauft, was uns sonst noch nie passiert ist und war wirklich Kern im Gespräch innerhalb der Bürgerschaft, nicht nur weil da ein Ehrenbürger prominent dahin vorkam, sondern auch weil jetzt erstmal Täter und Opfer auch persönlich da drin gewürdigt wurden. Und dann gab es den Antrag, natürlich so ein bisschen von uns auch unterschwellig forciert, die Stadt braucht ein NS-Dokumentationszentrum. Und diese beiden neuen Aufgaben werden jetzt nun dem Stadtarchiv zugeschlagen. Und es ist klar, wir können dann, für uns war dann relativ schnell klar, wir können dann nicht mehr als Stadtarchiv allein firmieren, wenn wir ein NS-Doku-Zentrum haben und eine stadtgeschichtliche Ausstellung, und da haben wir uns in einem längeren Brainstorming-Prozess neuen Namen überlegt. Malchivum heißt der. Uns war wichtig, dass der Kernarchiv da noch drinsteckt. MA für Mannheim und so ein bisschen die latinisierte Form. Ja,
dass das einfach gut klingt. Oder wie der Volksmund sagt, Mannheim Archiv, UM und mehr. Ne? Genau. Also Erweiterung des Aufgabespektrums, ein neuer Name, neuer Ort. Wir haben uns dann, wie das halt so ist, gibt es ein neues Layout. Und Sie sehen jetzt praktisch jetzt die neue Ausgangsfolie Stadtarchiv Goes Archivum. Das ist unser neues Corporate Design. Und Sie sehen auch, wir haben eine Submarke Mannheims Archiv, Haus der Geschichte und Erinnerung, damit man auch weiß, was sich unter Archivum verbirgt. Ab und zu hat man mal Glück im Leben. Und richtig Glück wollen wir auch gar nicht, wo man gar nicht mitrechnet. Also wir haben ein großes Bauprojekt, das ist eine zweistellige Millionenzahl, 18 Millionen, kann ich auch sagen, die Zahl, auf 18 Millionen angesetzt ist. Gleichzeitig haben wir mehr oder weniger auf Zuruf zusammen mit dem Stadtplanungsamt einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Und siehe da, der Bund hat diesen Bunker in die Reihe national relevanter Stätten erhoben und uns eine Fördersumme bewilligt, die auf ein Drittel der Baukosten hinausläuft. Darüber war die Stadt glücklich. Und das heißt, wir haben ein Drittel der Baukosten jetzt schon eingespart. Allerdings mit der Auflage versehen, wir müssen mindestens 1% davon für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung ausgeben. Und das heißt, wir konnten seither eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit machen und die haben wir natürlich auch ins Netz gegeben. Unter anderem unser Hauptfenster ist hier ein eigener Blog, der archivum-blog.de, den wir initiiert haben. Und Joachim, wenn du mal ein bisschen zur Seite greifst, da ist ein weißer eine Tüte, einfach mal reingreifen, die Wundertüte und weitergeben. Wir haben ein bisschen Propagandamaterial, habe ich mitgebracht, also man muss das nicht alles mitschreiben. Ne? Genau, also was ist das Ziel des Blogs? Also zunächst einmal wollen wir die Marke Archivum in Mannheim positionieren, bekannt machen und bekannt machen. Also das Ganze war zunächst natürlich, hat das auch ein bisschen Aufregung auch in der Bürgerschaft oder auch in einen Gemeinderat gegeben, der neue Name, aber mittlerweile haben sich da alle dran gewöhnt und jetzt geht es darum, die Inhalte entsprechend darzustellen. Die Hauptauflage war aber vor allem, wir müssen als nationales Projekt des Städtebaus dieses Projekt auch im Dialog mit Bürgerinnen und Interessierten vor Ort positionieren und bewerben. Und das ist eigentlich der Fokus dieses Blogs. Also der ist sehr stark auf Mannheim ausgerichtet. Der richtet sich jetzt nicht an potenzielle Nutzer, primär an potenzielle Nutzer oder wissenschaftlich Interessierte, sondern auf die Mannheimerinnen und Mannheimer, um einfach für dieses Projekt des nationalen Städtebaus Werbung zu machen. Gleichzeitig hat er sich als Ziel gesetzt, über das laufende Baugeschehen zu berichten. Also was passiert da letzten Endes? Wir vermitteln darüber hinaus Hintergrundwissen zu Bunkern allgemein, also auch was im Moment ist ja so eine Bunkerwelle, wenn man das mal verfolgt in den Medien, in den Feuilletons. Überall werden Bunker umgebaut und umgenutzt, auch darüber berichten wir. Und dann nicht zuletzt haben wir eine super Dokumentation des Baugeschehens. Das Ganze wird gemacht von einer freien Mitarbeiterin mit Hilfe von Studentinnen und Studierenden. Und auch mit eigenen Kräften aus dem Haus. So, wenn ich jetzt meine Maus sehe, gehen wir mal da rein, um Ihnen den Blog zu zeigen. Genau, also hier oben sehen wir dann schon die unterschiedlichen Rubriken, Baugeschehen zum Neubau, Geschichten aus dem Bunker, Kunst und Bunker. Das sind so die wesentlichen Dinge. Sie sehen hier nochmal das Foto und dann sind das hier die neuesten Geschichten. Sie sehen, seit ich die PowerPoint gemacht habe, hat sich ein bisschen was getan. Wir können jetzt hier beispielsweise mal auf die Baustelle gucken. Ich habe heute früh auch mal geguckt, was die Kollegen da so arbeiten. Also das ist nicht die Eingangstür, das ist noch eine historische Bunkertür, die bleibt auch drin. Aber hier sehen Sie schon unsere künftigen Archivräume. Genau, kann man sich einen Eindruck verschaffen, was da im Moment gemacht wird. Genau. Wie gesagt, dieser Blog wird regelmäßig bestückt, alle paar Tage. Man sieht es hier, 18. Juni, 14. Juni, 30. Mai wird er mit Artikeln gefüttert. Und man hat auch die Möglichkeit, also entsprechende Kommentare zu geben.
Ich habe hier mal noch ein paar Zahlen zu dem Ganzen. Also insgesamt haben wir bislang 105 Beiträge, die auch ein gewisses ein gewisses Niveau haben. Also das sind alles abgesegnete Beiträge, mehrfach gelesen. Wir haben im Moment 94 Kommentare, ist natürlich ausbaufähig, aber meistens sind es doch recht ausführliche Kommentare und mehr als nur ein Daumen. Das sieht der Blog, weiß ich gar nicht, ob der das vorsieht, ist glaube ich gar nicht drin. Wir haben 274 E-Mail-Abonnenten, die praktisch direkt, wenn ein neuer Artikel eingestellt wird, eine E-Mail bekommen. Aber die Hauptverbreitung ist unser Facebook-Auftritt, an den das direkt gekoppelt ist. Und hier habe ich mal zwei Beispiele herausgenommen. Also manche sind einfach schreiben, wow, super, wie das mit dem Baufortschritt ist, was man da lernt. Also beispielsweise haben wir wird die Wärmeversorgung über Wärmekopplung aus dem Abwasserkanal, der genau vor dem Bunker verläuft, gewonnen. Und da haben wir einen Artikel drüber. Oder auch wie der hier vorliegende Gianluca M., der sehr enthusiastisch darüber berichtet oder beschreibt, wie blind er bisher durch seine Stadt gelaufen ist und was er durch uns erst gelernt hat. Also durchweg hier sehr positive Artikel. Ich kann Sie nur einladen, sich das Ganze auch mal anzuschauen, vielleicht auch zu abonnieren, wenn Sie es interessiert, wie das Ganze weitergeht. Ich bin jetzt selber ein bisschen fixiert auf Anfang Juli, dann wird die Ausschreibung für den Umzug rausgehen und wir hoffen, dass wir am 17.03.2018 drin sein werden. Web 2.0 Aktivitäten, Facebook-Auftritt. Wir sind in Facebook seit 2013. Sind da eigentlich ganz gut unterwegs. Heute früh waren es noch 3.313, gefällt mir. Also ich hoffe nach dem Vortrag, dass wir die Schnapszahl von 3.333 kriegen. Der Herr Kemper, wie man sieht, dem kann man im Web 2.0 nie entgehen, sehe ich gerade. Joachim Kemper war bereits hier, steht da. Ich wünsche mir das auch noch von anderen hier aus dem Raum. Hier nochmal ein paar Statistiken. Wir haben hier erst Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir gehen hier in direkten Dialog auch mit Interessierten, haben unterschiedliche Ausrichtungen. Das heißt, dass wir Schätze aus dem Archiv präsentieren, das heißt, dass wir über Events berichten oder aber auch, dass wir über Aufgaben des Archivs berichten. Ich habe hier mal ein paar repräsentative Kommentare gegeben, also die schwanken zwischen Euphorie, Melancholie und Empörung, sage ich mal, wobei der Schwerpunkt bei der Melancholie ist, also was am meisten ankommt, sind irgendwelche alten Mannheim-Fotos und alle fangen an zu heulen und ach, so schön war die Stadt mal. Also damit könnte das komplette Block füllen. Wir haben auch einen Wutbürger, wie Sie sehen, den wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, eine Bildungseinrichtung, deren Angestellte anderen etwas beizubringen versuchen, aber selbst nicht wissen, was Anstand und Höflichkeit ist, da ist selbst dieser eine Stern noch zu viel. Der Mann wollte seine Gebühren nicht zahlen und das haben wir jetzt nicht als Kommentar dazu geschrieben, aber wir wollten es auch nicht zensieren, aber das ist eher eine Ausnahme. Ja? Aber vor allem kriegt man sehr positive Rückmeldungen. Ne? Zum Nutzwert, da sind wir jetzt nicht ganz so euphorisch wie so viele hier im Kreis. Ich denke, wir haben keine feststellbare Korrelation mit anderen Kennzahlen. Ich glaube nicht, dass wir ein Buch mehr verkauft haben seither oder dass mehr zu unseren Veranstaltungen gekommen sind, signifikant mehr zu unseren Veranstaltungen gekommen sind. Aber möglicherweise liegt es auch daran, dass die Kennzahlen genau in eine andere Richtung gehen, weil nämlich was wir zweifelsohne geschafft haben, ist, dass der Bekanntheitsgrad des Archivs in der, sage ich jetzt mal, nicht archivaffinen Bevölkerung signifikant gestiegen ist. Also wir werden schon ab und zu mal angesprochen, ihr habt einen tollen Facebook-Auftritt, aha, und was ihr so alles habt. Das war ja auch von den Kollegen heute früh schon zu hören. Ich denke, wir werden hier neue Kennzahlen bezogen auf unsere sozialen Medienauftritte hinzufügen. Wir unterliegen einem relativ strengen Managementsystem, über das unser Haushalt gesteuert ist, und da müssen Kennzahlen hinterlegt werden. Und da empfiehlt sich diese Zahl natürlich mittlerweile auch. Ne? Okay, so viel zu Facebook. Ich wollte noch kurz für diejenigen, die gestern nicht da waren, Online-Spiel haben wir auch mal gemacht, das ist eher ein Experiment. Mannheim 1794 haben wir zusammen mit der Uni Mannheim entwickelt. Es wartet noch auf zahlreiche Spieler, es ist allerdings ein Mehrpersonenspiel, also Sie brauchen sich da nicht allein anmelden und dann
dann passiert da jetzt erstmal nicht so viel. Also das ist ein Multiplayer-Spiel, ist ein Projekt im Rahmen unserer Linie Junges Archiv. Wir bieten das primär im Lesesaal ein, gibt ein Lernvideo auf YouTube. Ja, das dauert ein paar Minuten und das soll einfach als Testfall oder als Prototyp für unsere stadtgeschichtliche Ausstellung dienen. Wir haben sehr viel dabei gelernt, wie man Spiele macht, haben auch gelernt, dass zumindest unsere Community jetzt noch nicht spontan drauf abfährt, dass man mit denen spielen kann. Also als wir so eine Art Facebook-Tag mal gemacht, gab ganz viele Likes, alle fanden das toll und abends waren wir zu dritt allein und haben dann mit uns selber gespielt wieder. Ja, also da arbeiten wir dran. Also es wird wahrscheinlich so laufen, die Schulen kommen ins Haus und dann bieten wir das denen im Lesesaal an. In jedem Fall, unser OB, den sieht man unten, hat es auch gespielt. Er ist ein bisschen skeptisch, wie man sieht, aber er wird auch zweimal abgeschossen und dann hat er gesagt, jetzt reicht's. Aber wir dürfen das Foto verwenden. Ja, so viel zu unseren Web 2.0 Aktivitäten. Ich könnte noch ein bisschen auch über Crowdfunding und so weiter erzählen, aber das sind jetzt mal im Moment die wesentlichen Punkte. Und ja, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die jetzt stellen. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere 2018 ins Archivum analog kommt oder uns jetzt vielleicht schon besser digital folgt. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Beim Thema Crowdfunding könnte ja Mannheim auch einiges berichten, aber jetzt geht es erstmal um kurze Fragen, wenn denn Fragen sind. Eine Frage aus Köln. Ja, normalerweise sage ich Kalk, also mit Köln habe ich wenig zu tun. Ich kenne ein, zwei, die Frage, die ich habe, ist nach den 1% von der Bausumme für die Bürgerbeteiligung. Ich kenne eigentlich nur ein, zwei Normen, und zwar die VDI 7000, die das explizit vorschreibt für Groß- und Infrastrukturprojekte. Oder wo haben Sie die Möglichkeit, auf diese 1% zuzugreifen? Sie hatten ganz am Anfang gesagt, Sie müssen 1% der Bausumme ausgeben für Bürgerbeteiligung. Nicht der Bausumme, sondern der Fördermittel. Ne? Der Fördermittel, ach so. Ja, ja. Also. Fördermittel. Also Bausumme, die zahlt ja, wir gingen ja davon aus, dass die Stadt das macht. Und jetzt kriegt man einen Teil über diese Fördermittel und da ist Bürgerbeteiligung, wurde uns auferlegt. Wir mussten in der im Antrag auch schon mal beschreiben, wie wollen wir, man kriegt ja nicht einfach den Batzen Geld, hier habt ihr ein paar Millionen. Und guckt mal, was er damit macht, sondern man muss schon detailliert beschreiben, was man da vorhat, unter anderem diesen Blog. Wir haben mehrere Workshops mit Bürgerinnen und mit der Bürgerschaft gemacht, wo es um Außengestaltung ging beispielsweise, um Beleuchtung. Wir haben direkt nebendran eine etwas dunkle Brücke, wo man oder Unterführung, wo man durchlaufen muss. Wir werden eine Eröffnung machen, es wird ein Band geben dazu. Solche Geschichten haben wir dann praktisch schon aufgelistet, also welche Normen da dahinter, also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Normen dahinter stehen, sondern das sind die Vergabe. Das ist was anderes. Das sind die Vergaberichtlinien des Bundes. Ja, zwei, drei Sätze nach Stuttgart 21 ist diese Richtlinie erstellt worden und Sie können sich vorstellen, 1% von der Bausumme von Stuttgart 21 und die Deutsche Bahn hat bestätigt, das Ganze, was die mit Heiner Geißler und Co. gemacht haben, liegen die genau bei dieser Größenordnung. Also das ist eine Quelle, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, aber es ist nur halt für große Infrastrukturprojekte. Also wir hatten das Glück, dass wir so eine Mediationsrunde bislang nicht gebraucht haben. Also das Ganze ist in einem Stadtteil, sagen wir mal so, in einem im Moment schwierigen Stadtteil. Deswegen sind wir auch in dieser Förderlinie gelandet. Also die Neckarstadt West ist möglicherweise auch überregional bekannt. Vor kurzem gab es bei Anne Will einen Bericht über Duisburg und Berlin, irgendeinen schlimmen Stadtteil und Neckarstadt West. Wo es dann hieß, man kann dann immer auf die Straße gehen. Also ganz so extrem ist es nicht, aber das spielt im Hintergrund da eine Rolle. Und ja, die Stadt soll bewusst da wieder als Institution Fuß fassen und das sind wir ein Teil.